Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Include mit Shooty. Seit der letzten Folge sind, ich glaube, etwa 5 Zyklen vergangen, in denen ich fleißig gebuddelt habe. Ich habe hier ein bisschen mit dem Wasser rum experimentiert. Also, was ich sagen kann, kühl mit diesem Schneegedöns in Konternen, das dauert ewig und ich brauchte eine effiziente Methode. Ich weiß nur noch nicht, was. Also, was es ja sicher gibt, ist die Wasserkühlung. Der kühlt um 14 Grad, ist sicherlich nicht schlecht. Braucht allerdings ein eigenes Atomkraftwerk mit 1,2 Kilowatt. Und was mir am meisten Sorgen macht, ist die Wärme, die er absondert mit fast 60 Watt. Ist echt viel. Das ist echt viel. Vor allem, ich denke, um die zu brauen, sollte ich ja Gold-Amalgam haben, ganz einfach, weil dort die Überhitzungstemperatur noch um 50 Grad erhöht wird. Das entspricht nur knapp dem, was die Dinge ausstoßen. Wird eine Herausforderung, die Hydrolüfter. Watt ab. So Quatsch. Also ich habe den mal getestet und ich fand den ziemlich scheiße, um das mal voll diplomatisch auszudrücken. Das andere, das Klimagerät, das ist sicher ein bisschen weniger schlimm, weil es weniger Wärme produziert, aber das ist natürlich für Gase und nicht für Flüssigkeit. Das hilft soweit mal nicht. Erzreiniger, die Veredelung, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen, denn die Metall-Raffinerie braucht ebenfalls 80 Watt aus. Mein Gott. Braucht ebenfalls ein eigenes Kernkraftwerk. Also ein möglicher Plan wäre, einfach mal so laut gedacht, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe hier oben ja den Dampfgeist hier. Dass ich hier eine Leitung in das Kältebiom, ach, das habe ich noch gar nicht gesagt, werde ich nachher sagen, ins Kältebiom ziehe, hier die Kühlungsanlagen installiere, 1,2 Kilowatt mal 2 werden 2,4. Dafür bräuchte ich, wenn ich und ich muss, weil ich habe im Moment keine wirkliche Alternative, Kohlegeneratoren nehmen, die haben 600, 2, 4, also ich werde 4, 5 Kohlegeneratoren brauchen dafür. Ja, ich meine, ist machbar. Ist machbar. Ich habe hier meine Hedgefarm. Da denke ich auch 45 ist das gar nicht so schlimm. Stelle ich mir das jetzt schlimmer vor, als es ist. Vielleicht. Vielleicht. Die könnte ich ja. Ach, ich glaube, das funktioniert. Das mache ich. Ich werde das einfach mal testen. Weil ich mal was Alternativen. Werde ich das testen. Genau. So machen wir das. Also, Leitung vom Geysirbecken ins Kältebiom. Hier kommen die Kühlungsanlagen rein. Hier kommt die Erzraffinerie rein. Das sollte alles kühl bleiben in der Theorie und dann, wenn es abgekühlt ist, via Leitung gepumpt, runter ins Frischwasserbecken. Ja, gibt eine ziemliche Verlegearbeit, aber materialtechnisch unproblematisch, weil ich ja für. Für die rohen Sandsteine nehmen kann, davon habe ich massenhaft, das passt schon. Gut, was ich jetzt eben noch erwähnen wollte, ich habe nicht nur oben weiter gebuddelt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, hier ist nämlich bereits schon fertig. Nein, ich habe natürlich, und wenn ich hier gerade vorbeirenne, schaue ich noch schnell. Was meine Küche so hergibt. Ich lasse mal wieder Mehläuse essen. Sie werden mich dafür hassen.
Jetzt brauche ich kein Wasser. Und wie gesagt, ich habe hier üben noch gebuddelt, weil hier hat sich auch ein Kältebiom angekündigt. Das ist tatsächlich der Fall. Hier schon ein bisschen was freigebuddelt, zum Beispiel zwei weitere von diesen Anti-Entropie-Thermoannulierer. Ich habe eben noch keine Ahnung, wie die funktionieren, werde ich da mal googeln müssen. Dann Keuchwurz, da habe ich jetzt schon Wege hingebaut, damit ich die mal abbauen kann. Und da steht noch allerhand anderes Zeug rum. Drum, Plan für heute Episode ist, weil ich möchte das hier loswerden, das stört mich hier. Das heißt, ich pumpe jetzt bereits noch den Restschmutzwasser hier rüber zum Umwandeln, hoffe, dass es dann ein bisschen runterkühlt mit der Zeit. Um es dann wiederum dort hinunter zu pumpen. Und bis das erledigt ist, werde ich jetzt hier noch ein bisschen weiter graben und all diese Gebäude anschauen. Die habe ich extra noch nicht angefasst. Kann ich ja schon holen hier. In der Basis habe ich jetzt hier die drei Keuchwurz. Das ist der Mehrzahl von Wurz. Würze. Ne, das ist was anderes. Keuchwurzen, keine Ahnung. Die kühlen eigentlich wirklich ziemlich krass, finde ich. Also das war irgendwie über 30 Grad. Jetzt sind wir wieder darunter. Sehe ich auch hier oben, wo ich zwei gemacht habe, jetzt schon blau. Krasse Dinge. Ich denke, mit denen werde ich hier mal gut über die Runden kommen. Werde ich mal gut über Runden kommen. Okay. Hier geht es jetzt weiter. Hier will ich hier noch einen pflanzen, der ist auf 9. Geht es ein bisschen schneller. Und ich würde sagen, da ihr jetzt zuschaut, kann ich endlich mal hier reinschauen. Was hier so los ist. Ein bisschen Tempo machen. Kohlenstift, die Kohlenstoffdioxid ist auch lustig. Hier habe ich alles auf Autoernte, das ist gut so. Wieso scannt hier niemand? Los! Go, go, go! Auch entwurzelt werden. Also das machen sie, aber hier oben geht keiner hin. Ist denn der nicht erreichbar? Ich mache hier einfach mal zum Testen Grabeauftrag. Doch, klar. Macht! Vielleicht nützt es ja was hier rum zu spammen. Ich habe meine Zweifel, ob dem so ist. Okay, hier oben gibt es ja auch noch was anzuschauen. Nochmal freigraben. Müssen die hier durchkommen. Theoretisch. Keine Ahnung, was hier unten ist. Aber es scheint, ich habe hier echt viel Kälte, Kältegebiet. Ich verstehe es nicht, muss ich von der anderen Seite, das sollte doch egal sein. Naja, bin ja auch immer freibunden. Was passiert, wenn ich so ein. Ne, ich glaube, das
die Keuchwurzen funktionieren nur im Rahmen von Gas, nicht von Flüssigkeit. 30 30, ah, ich lasse das jetzt einfach schmelzen, es gibt ja auch Wasser. Auf was sie weit runter geht, das ist 35 8. Ja, geht ganz langsam. Dann hatte ich ja hier auch noch was. Das schauen wir uns auch noch an. Sieht euch kerntechnisch ziemlich gut aus. Müsste so funktionieren. Ja. Luft ist alles im grünen Bereich, muss ich mir keine Sorgen machen. Ich nicht. Hast du irgendeinen speziellen Bioscan oder der nicht vorhanden ist? Gibt ja auch keine Meldung. Man weiß es nicht. Naja. Gucken neue Duplikant. Habe ich da irgendwas Schlaues? Einen zweiten Koch wäre sicher nicht schlecht, um ein bisschen Redundanz zu schaffen. Der ist bei 11. Nö, nö. Durchsucht das Universum für andere Duplikanten, bitteschön. Sollte hier vielleicht wirklich ja, ich werde hier noch eine Sauerstoffproduktion hinstellen, eine ganz einfache. Theoretisch könnte ich den auch öffnen. So. Wenn ich hier öffne, nee, nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte ich wirklich nicht. Machen wir es so. Mit dem Wissen, dass es halt ein bisschen dauert.
69, da, das ist okay. Okay, jetzt ist die andere Seite, ich versuch's hier auch mal. Tak, 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 tak. Denke nicht, dass Spam irgendwas bringt da. Der Verzweifelte. Versucht. Oh, doch, 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 hui, hui. Moment. Da passiert was. Dankeschön. Und das Dates funktioniert der andere nicht. Ach. Ist das wirklich seitenabhängig? Ich denke, hier ist immer noch dasselbe, bla bla. Dann werde ich den auch gleich durchstöben. Hier gibt es nichts. Was habe ich hier? Ein warmer Pullover. Ja, was denn? Den schnappst du dir doch gleich. Komm. Yay. Schick. Und noch ein warmer Pullover, ich denke. Ori. Ist deiner. Schnapp ihn dir. Ja. Dang. So. Gut, dann haben wir das hier erledigt. Dann noch. Oh, jetzt gleich vier. Habe ich eigentlich irgendeine Übersicht über die Duplikanten, was die so tragen? Nee. Nö, schade. Wäre noch praktisch. Muss ich die wohl einzeln anwählen? Was sehe ich denn das hier? Was sie tragen. Hier tragen wir Gegenstände. Okay. Also toll, muss ich echt jeden durch. Pipura. Na gut. Ist noch eine Keuchputz, räum die bitte weg. Okay, ich habe hier wenigstens eine Übersicht. Mhm. Also mal temperaturtechnisch schauen. Was hinbauen. Ja, mache ich doch. Kühlt es ja auch noch ein bisschen runter. Deftig. Coole Sache. Aber wäre natürlich toller, wenn man hier ein wunderschönes Maschinenkonstrukt macht. Irgendwie gekühlte Lüftung oder ich weiß auch nicht. Da lässt sich was machen. Wenn ich mir recht überlege, ich habe es ja geschafft, damals meine Basis aufzuheizen, indem ich heißes Wasser durch die
Röhren gespielt habe. Das heißt, wenn ich ein kaltes da dusche, dann könnte ich auch eine Wasserkühlung machen. Sollte theoretisch machbar sein. Wäre auch was. Also das Wasser hier runterkühlen auf irgendwie 10 Grad und dann durch die Leitungen spülen. Ich denke, dasselbe ist vermutlich auch mit Gas, also mit Luft möglich. Ach, so viel noch auszuprobieren in diesem Spiel, so wenig Zeit. Wie sieht es denn hier unten aus? Gar nicht schlecht. Kleidung werde ich alles einlagern, meine ich. Das hier alles nicht. Das hier auch nicht. Das ist gut so. Dann habe ich ja hier eigentlich Schleim und sehr schön. 15, 15. Hier dauert alles echt langsam. 15, 2. Also mit 5 Tonnen geht es echt ein bisschen langsam. Schön wäre noch eine, so eine Minimap, dass man nicht immer so wild umher scrollen muss. So, mach dir mal ein bisschen vorwärts. Ich bin mal gespannt, was hier unten abgeht. Also wenn er da drauf tritt, das dürfte dann irgendwie nach hier gehen. Hier ist ein Mundgatter. Das heißt, ich denke mal, und bedeutet, ich muss zweimal. Also Eingabe, Eingabe, denke ich mal. Würde es von Pfeilen her Sinn machen, sprich wenn hier und hier ein Duplikant draufsteht oder irgendwas draufsteht. Vielleicht würde das auch reichen. Dann wird das hier aktiv geschaltet. Und das hier wird aktiv geschaltet, wenn der aktiv ist, plus hier auch noch aktiv ist. Und das wird dann aktiv geschaltet, das sehen wir nicht. Ich sehe nicht, wo das hingeht. Vielleicht komme ich nicht durch die Tür dort. Der gibt dann irgendwie Strom und die bekommt. Schauen wir doch einfach mal. Also, ich werde hier einfach mal. Sagen wir mal Ghostman. Ich kann ihn nicht. Doch, der ist schon zugewiesen. Da kommt auch schon der Gute. Sein. Zip, Hirn weg. Und Ghostman hat eine Tiefseetaucherlunge. Dankeschön. Ach so, vielleicht kann ich ihn so wieder aufladen. Wissen das die Uhren? Sehe ich das auch bei fremden Objekten? Stromeingang? Nee.
Es hat zwar Strom und hier unten. Der. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich das Automation Overlay, dann würde ich vielleicht sehen, wie das. Was wohin geht. Auf jeden Fall speist diese hier die Tür. Nicht sinnlos, weil ich bin ja durchgekommen. Ich könnte sie jetzt sperren, aber wieso sollte ich mir das antun? Aber ich könnte ja echt mal. Ich erforsche es jetzt einfach mal. Ich möchte mal schauen, was sich dahinter verbirgt. So, wie sieht es hier drüben aus? Eigentlich, da sind sie schon ziemlich weit. Vielleicht noch ein bisschen Leitern. Passt schon. Werde ich hier mal durchstöbern. Ein schicker Anzug. Die gute Barney trägt nichts. Komm, schnapp dir den schicken Anzug. Toll sieht die aus. Noch ein schicker Anzug. Die Tasse an. Warmer Pullover. Ja, Rowan ist schon hier und soll nach. Aber der trägt schon einen schicken Anzug. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil, wenn ich den hier anwähle, sagt er getragen Gegenstände nichts. Na, was denn nun? Mysteriös. Also, ich mache hier schon den Nachtzyklus und dann. Dann kommt die große Modeschau der Duplikanten. Ich denke, dann habe ich auch alles, zumindest jetzt Bekannte. Also, ich mache hier noch. Abgetragen. Hier scheint noch was zu sein. Ja, dann sollte ich vielleicht wirklich mal mit dem Großprojekt beginnen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Ne, nicht aufräumen. Eli kriegt noch einen schicken Anzug. Wieso kann ich den nicht anwählen? Anzeigefehler. Könnte sein, weil der gehört ja gar nicht hier hin. Oder der war echt verbuggt, den gab es gar nicht. Na gut. Ach so, ich sollte natürlich sagen, was will ich denn überhaupt hier? Dann würde das vermutlich auch klappen.
Also nebst Sand muss ich jetzt auch Schnee auf die Liste der meistgehassten. Ich sag mal, das ist ja kein Erz. Erdreich, was auch immer. Stellen. Jetzt da hinten eigentlich was hier. Hier ist er. Ah ja, ein bisschen. Ein bisschen Sauerstoff gab es. Mich ein bisschen merkwürdig deucht. Hat es hier echt noch keine einzige seltsam. Die müssen doch irgendwo mal reif werden. Wo kommt die, wie kommst du zu den Samen? Das ist wieder mal sehr mysteriös. Wenn man Luft der Frische hin, erscheint es viel. Verschmutzten Sauerstoff zu geben, das müsste dann eigentlich auch ein bisschen Sauerstoff raus. Produzieren. Okay, hier ist fast fertig. Hier oben ist das Kältebiom auch zu Ende. Ich könnte jetzt hier noch weiter runtergraben. Aber das lasse ich vorerst, weil ich möchte jetzt hier eigentlich die Episode mal beenden. Lass das, all das rechts und links auch weg und dann gucken wir mal, was wir hier oben so hinkriegen. Das wird etwas Größeres. Ach, noch schnell das schaue ich an. Ich habe jetzt das Automation Overlay, vielleicht ach ja, dann bitte das hier weg. Das Automatisierungs-Overlay. Ja, deshalb möchte ich die Tür. Das funktioniert ich nur, wenn er noch Strom hätte. Hat aber nicht, also. Nicht relevant. Gut, die Zeit ist mal wieder vorbei. Hier ist die Pause. Die meistgehasste Pause. Ja, das kann ich ja parallel zu diesem hier machen, weil das wird wieder ewig dauern, bis es gekühlt hat mit meiner Superton-Taktik, die einfach, naja, zwar funktioniert, aber sehr ineffizient ist. Okay, fertig geplappert, immer dieses endlose Geplapper am Ende, muss ich mal unterbinden, deshalb mache ich es kurz und bündig. Tschüss.